Moin Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves. Mit dabei habe ich den Kriech. Moin Moin. Und Svenjamin. Moin. Wir sind mittlerweile auf Millay Island angekommen, hier im neuen Abenteuer rund um Monkey Island. Und haben jetzt schon mal so die ersten Häuser erkundet. Wir wollten jetzt nochmal hier rein, weil hier war ja so ein Hund mit einem Knochen. Und die Überlegung war, ob man es ja schaffen könnte, dass man den irgendwie bekommt. Der hier hinter dem Vorhang ist, der Hund mit dem Knochen. Aha. Und etwas bringt diesen Hund bestimmt dazu, seinen Knochen aufzugeben. Der will bestimmt... Ja, wer ist guter haben. Junge? Kapitän? Ja? Ich spreche kein Hundisch. Ich auch nicht. Also, darf ich diesen Knochen haben? Daraufhin jammert er allerdings. Ja, wer ist ein Feini? Alles klar. Alles klar. Svenjamin. Ja, ich komm mal. Vielleicht will er ja den Fisch dagegen tauschen. Er ist doch keine Katze. Aber vielleicht auch nicht. Ja gut. Ich werde ihn vor allem nicht mehr los. Das ist hier verbuggt. Ich kann nichts anderes mehr. Wir können ihn doch einmal schießen. Kannst du einfach X drücken. Dann muss er denn? Weg sein. Drück doch einmal X. Wo ist er denn? Doch, da, ja. Da ist er. Da ist er vorne. Nix. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal in die Stadt. Also gehen wir wohl doch erstmal in die Stadt. Na gut. Dann machen wir das doch mal. Ich muss diesen Fisch erstmal auf dem Schiff loswerden oder kannst so. Kannst X drücken. Tatsächlich. Okay. Das habe ich jetzt ungefähr das 12. Mal gesagt. Manchmal also braucht man 13. Hier kann man nicht rein. War ein Versuch. Hier ist bestimmt wieder was drunter. Da ist wieder ein spanischer Dollar. Ja, wissen nicht, also das ist bestimmt die Challenge, dann alle zu finden. Das werden wir wahrscheinlich nicht. Hier sieht es aus, als hätten sie hier nochmal einen spanischen Dollar versteckt. Ach, das du Dieb, das habe ich gerade gefunden. Der Kapitän nimmt es immer gern an sich. Sonst war hier allerdings nichts zum Finden. Hier kann man noch runterdackeln. Hier hätte ich ja einen spanischen Dollar versteckt, hier ist aber keiner. Das ist traurig. So ist es dann nämlich wieder, ne? Aber manchmal wird man ja auch belohnt mit, hier hätte ich was versteckt und plötzlich ist da dann doch was. Ja, ist ein bisschen wuselig. Hier ist ein Tübi mit Figuren. Geschützte Figuren untersuchen. Die Supplies of the Legend of Monkey Island Figurine Set are still limited. So, there's a long... Die sind halt sehr beliebt, seine Figuren. Ach, die kann man dann tatsächlich für seine Achterstücke kaufen. Zumindest das Affenspielzeug und das Geschichtsbuch. Ah, das kann ich nachher. Ist das der dreiköpfige Affe? That's a cute stuffed toy modeled after the three-headed monkey. Das ist auch geil, Bro. Sorry, but these items here, they're just, hey, it's not my fault, these Legend of Monkey Island action figures. Das ist doch der Klassiker. Achtung, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Exclusive Legend of Monkey Island meet and greet ticket. One of what I can tell just by looking at you that you can't afford such a sought after. Tell you what, if you can bring me my missing cargo, will seine fehlende Fracht haben. Die haben wir zumindest den Kran schon für entdeckt, den wir aber noch nicht runterlassen können, weil das Gebäude da noch nicht geöffnet ist. Ich glaube, das hängt alles schon so ein bisschen miteinander zusammen. Konntest du wieder ein bisschen Story sehen da? Ja. This unfriendly character handles some of the more unsavory deals on Millay Island. He's a useful guy to know. I wonder where he got that fancy coat. Tja, wo hat er nur diesen schicken Mantel? Wissen wir noch nicht. Aber wir haben doch auch noch so eine tolle Karte bekommen, ne? Wir haben schon 18 Dublonen immerhin. Also wir haben mit den Piratenanführern gesprochen. Wir waren in der Scamba. Nach rechts wäre es noch zum Ausguck gegangen. Habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Können wir auch immer noch gucken und... Bürger gab mir diese Karte, Grundstücke zu verkaufen. Das ist der Typ wahrscheinlich. Dann kommen wir gleich zur Turm, wo die kaputt zu sein scheint. Dann kommen wir zum nützlichen Zeug. Könnte helfen, um an Guybrush ranzukommen. Da sollten wir auf jeden Fall vorbeischauen. Und das Gefängnis wird gerade renoviert. Sollen wir jetzt doch nochmal schnell zum Ausguck laufen, oder? Ja, wo es renoviert wird, finden wir vielleicht auch Werkzeuge, um den Schatz zu heben, hat der Typ gerade gesagt. Of course. What you do, see, you wait for your shipmate to get distracted. They'll be snoring before you know it. That's when you sneak away.
Er hat auf jeden Fall auch ein paar gute Tricks drauf. All diese unmoralischen hier. The governor's guard dogs get tormented by the guards, you see. I bet if they scarf down a hearty meal, they'd soon be back to their... Ja, also ich glaube, die geben dir sonst auch nochmal Tipps hier. Was kann er? I don't think so, stranger. This ain't Wally's Dav Map Shop no more, and that means it's off limits to... And since I don't see no uniform... Hier, wir brauchen eine geile Uniform. Hier kommen wir erstmal auch nicht weiter. Bei ihm wahrscheinlich auch nicht. Wait just a second. That means this shop is permanently... Da brauchen wir einen Schlüssel. Dann kommen wir hier in den Uhrenturm. Der scheint kaputt. Die Uhr läuft nicht. Mhm. Es ist 10 Uhr. Aber zweimal am Tag geht auch die richtig. Der Uhrenturmschlüssel wird benötigt. Hier ist ein Rückweg, ne? Ja. Hier kann man rein. Moin. Seid ihr beim Shop reingegangen hier? Oh, hier gibt's eine Kochuniform. Die brauchen wir doch bestimmt. Damit können wir zumindest beim Koch was machen. Genau. Aber ich glaube, wir haben noch nicht so viele Moneten, ne? Wir haben 18. Nee, that's a special order. Some kind of cook uniform. Hier, Bob, kannst du dich hinsetzen. Das mache ich sofort. Ich habe nur gehört, unser Buch wurde auch aktualisiert. Ah ja, hier können wir es immer nachgucken. Ach guck mal, hier gibt es auch Spaßkulturen. Deluxe-Sicherung 70 Stück, Kochuniform 45 Stück, Gummihuhn kann man vorbestellen, mächtiges Piratenschwert vorbestellen. Keine Rückerstattung, keine Ausreden, nix. Ja, mit den Schwarzpulverlunden kann man natürlich auch noch Dinge sprengen, dann nehme ich an, ne? The only general store on Melee Island. The storekeeper gets a little paranoid around pirates. Then again, I did kind of break into his safe once. Maybe he's got the right idea. Ja, vielleicht hat er die right idea, Krisch. Mhm. Hier ist ein Gummihuhn. Ein Gummihuhn! Ja, Ultimate Collector's Edition. Was für eine Black Edition? Das ist die Ultimate Edition davon. Achso. Die müssen wir ab, Bob! Ich kann es nur vorbestellen! Gut. Haben wir erkundet. Gehen wir erstmal rechts lang? Noch einen spanischen Dollar. Woo. Sehr gut. Also lassen wir hier alles davon sprengen. Brauchen wir es auch 8er Stücke. Hier lässt er uns bestimmt wieder nicht durch. Gut, zum Gouverneur können wir gerade nicht. Oh, die Kirche ist ein schönes Kirchenfenster. Hier ist das Gefängnis. Wollen wir jetzt erstmal. Wo wollen wir zuerst? Ja, die Kirche ist hübsch. Ja. Ins Gefängnis. Die Kirche kann man öffnen. Achso, ja, dann gehen wir doch erstmal in die Kirche. Schön mit dem Grog an, ne? Nicht, dass wir jetzt verbrennen. Ja, soll ja manchen Leuten passieren, ne? Aber wenn, das nicht wieder ein spanischer Dollar. Svenja raubt also die Kirche aus. Oh, hier kann man wieder Platz nehmen. Ah, aber da kommt keine Geschichte. Der Krieg hat auch schon die Kirche ausgeraubt. Ja, das so ist er. Und der Bob auch. Jetzt haben wir sie alle mal ausgeraubt. 31 haben wir schon. Das heißt, wir kommen unserer Kochuniform immer näher. Krisch, erst warte, ich setz mich hin, Krisch. Erzähl mir die Geschichte. Wo kann ich denn sitzen, Svenny? Ich fänd's super cool, wenn Pastor einfach auch so über seine Show hier anfängt. Achso, ja. Aber Krisch, ich erzähl euch meine Mama über Jesus. Wie bitte? Wir sitzen ja immer in der ersten Reihe. Ja. So. Ja, ich sitze in der Kirche irgendwie immer ganz hinten, wo man nichts sieht. Das ist auch nicht so clever, also, oder? Also, ich erzähle euch erstmal was über Jesus. Ja? Jesus war echt auch ein Pirat. Okay. Und er ist mit seiner Piratencrew in Jerusalem. Es war halt ein bisschen blöd, die hatten da nur so einen See. Ja. Das will ich mal wieder. Aber Pirat auf dem See? Ja, Seepiraten, kennst du das nicht? Das sind halt Anfängerpiraten. Mensch, Benjamin. Naja, jedenfalls hat er da Schied gemacht. Okay, und dann wurde er Kiel geholt. Und zum Trocknen.
Ja. Haben sie ihn dann hingehangen? Aber das war vielleicht nicht die beste Idee. War nicht die feine Art, sagst du? Naja, jedenfalls den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Ab in die Kammer und dann ist er wieder rausgekommen und hat gesagt, da bin ich wieder. Ja, alles klar. Also ja. Svenja, du kannst auch den Buchstaben R drücken, wenn du sitzt. Dann kannst du dich in der Kirche in der Third Person sehen. Ja. Ja, okay. Wollte ich ja nur noch mal gesagt haben. Ja gut, was in der Kirche? Jesus, wo bist du? Da bin ich wieder! Oha. Warte. Das musst du doch noch unauffälliger machen. Jesus ist weg. Aber ich glaube, da ist er. Also wenn in der Kirche auf dem Podest so ein Fass stehen würde, ist das ein Zeichen für Dänemark? Ja, in Dänemark steht ein Fass. Ja, aber nicht in der Kirche. So, gut, wir gehen ins Gefängnis, würde ich sagen. Ja, nach der Predigt bestimmt. Ein rostiges Schloss. Etwas Kleines könnte hineinpassen. Kriech, komm mal her. Ich bin nicht klein. Wer ist denn er? Otis. Are you a visitor? Otis. Oh, there was a little misunderstanding after I came back from Monkey Island. Oh, hier gibt's wieder eine Geschichte, wenn man sich hinsetzt. You ever try to sail a galleon crewed entirely by monkeys? They emptied out my bananas, ran off. Sure have. But it's okay. I'm good friends with the legend. I'm sure he'll be along to let me out. Just as soon as he's finished, he's important. You know, and it's not like I'm... Ah, ich hab einen Tischlereihammer. Ich hab einen Hammer. Ich hab einen Hammer. Hammer. Ja, und wie kamst du an den? Ja, danke. That would be great. But I don't know how you would. The sheriff has all the... I don't know, Otis. Those locks look pretty rusty. I bet you could blow them wide open. That is a great idea. Captain Shucks, you say the nicest things. Die Schlösser kann man wohl auch sprengen. Good luck. Where? Oh no. That's Captain Coco. Das ist übrigens sein Freund Captain Coco in seiner Hand und nicht eine Kokosnuss. Hello. Ne. Oh, it's simple. Captain Coco. Ich möchte auch einen Captain Coco haben. Inseparable ever. Hey. I don't know how it is where you come from, but eating your shipmates is... Okay. Kapitän, ich möchte auch Captain Coco. Ich glaube, heute ist das nicht möglich, ne? Coconut! Coconut. Coconut Shock. Was soll ich jetzt mit dem Hammer machen? Etwas Kleines, der passt hier nicht rein, ne? Hau ihn mir auf den Kopf. Hast du den in der Hand? Ja. Und wenn du X drückst, was passiert dann? Oh, weg. Oh, du hast ihn weggenommen. Was? Cool, ich hab einen Hammer. Ja gut, hier kommen wir mit dem Hammer aber nicht weiter. Aber den brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben unser erstes Trading-Item, ne? Ja. Gut, dann müssen wir jetzt ja nur noch... Achso, wir haben noch den Gang rechts von der Kirche. Weg. Wo wir noch nicht drin waren. Hier. Oder? Ja, das schon. Lang noch? Hier, rechts von der Kirche. Gibt sicherlich auch noch ein bisschen was zu entdecken. Vielleicht noch ein paar spanische Dollars. Ja, genau. Hab wieder ein. Ist auch noch was? Wenn wir 40 haben, dann haben wir schon was gewonnen. Immer bist du schneller. Hier ist der mit den Hunden. Hey, you! Yeah, you! Wanna see something hilarious? Ja. There's a pack of piranha poodles in this alley that can't stand the sound of this thing. Watch. Der muss abgelenkt werden, damit man sein Geld klauen kann. Ja, er ist doch jetzt abgelenkt, oder? Oh, ein Pudel. Kannst du ihm jetzt das Geld klauen? Nein. Kann man jetzt den Hunden irgendwas klauen? Alright, that's enough, you mangy mutts. Go lay down. I said that's enough. Die Piranha-Pudel. Macht man das so, Krisch? Du kennst dich besser mit Hunden aus. Das ist nicht nett. Guck mal, die haben alle Angst. Vielleicht will ich doch einen Piranha-Pudel an Bord haben.
Der hat gesagt, ich soll hier hin. Hier erzählt mir wieder jemand was. Ja. This one seems oddly mysterious. Das Plakat kann aber nichts, ne? Ne. Hier ist abgeschlauden. Abslauden. Hier ist nichts versteckt. Hier hätte ich ja auch was versteckt. Schade. Hier vielleicht, ne? Oder jemand hat der Gewehr darauf geschoben. Es spielt wieder Musik. Kann er das? Kann er das gut, Herr Kriech? Jo, das kann er. Gut, wir haben Hammer. Und nu? Und wir haben... Wie viel haben wir denn jetzt einfach so bekommen an tollen... wir haben jetzt 36. Das reicht noch nicht für die Kochuniform. Ist euch was aufgefallen, wo wir einen Hammer gut gebrauchen konnten? Können wir damit vielleicht irgendwas reparieren? Was sagt denn nochmal unsere tolle Karte hier eigentlich? Die kann ich mir nicht angucken, solange ich einen Hammer in der Hand halte. Ja, also wir sollten auf jeden Fall irgendwie wohl genug Münzen haben. Haben wir aber nicht. Und den Hammer brauchen wir einfach noch gar nicht. Den brauchen wir wahrscheinlich für den Uhrenturm, oder? Der ist ja kaputt. Das könnte natürlich auch sein. 45. Uns fehlen nicht viele, uns fehlen 9 Stück, aber es ist schon so, dass wir da noch größere Vorkommen anscheinend übersehen haben. Sollen wir jetzt vielleicht mal Richtung Ausguck gehen? Das können wir mal machen. Ausguck. Das ist eine gute Idee. Vielleicht finde ich ja da noch was. Wieso denn nicht? Ja, wieso denn nicht? Wer einguckt, muss auch ausgucken. So ist das. Wo kommen denn meine Freunde? Oh, das versuche ich nochmal. Ich habe meine Freunde verloren. Nein, wir kommen. Oh, nee, da kommt man nicht ganz hin. Oh, das wird ein schöner Ausblick. Ich hoffe, da liegt ein kleiner Piratenschatz. Das wäre nett. Das könnten wir gebrauchen, ne? Oh, der Aufruf hier ist aber anstrengend. Boah, das ist ja voll das Jumping-Puzzle hier oben rauf. Oh nein. Hoffentlich nicht. Nein, ist nicht wirklich. Aber schon so ein bisschen. Ach. Nein. Naja, man kann nirgends runterfallen. Ja. Oh. Aber das ist also mehr Ausguckweg, als ich dachte, dass das Ausguckweg ist. Das ist länger, als ich dachte, ja. That's what das she said, richtig. Hoffentlich. Hm. Ja, meine wurde hier mal professionell ein Seil angebracht, ne? Nicht, dass man jetzt hier abrutscht. Ja, besser ist. Da oben ist das nächste Seil. Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste, ne? Ja, und Mutter Natur. Aber Vater Staat, ne? Wird das auch bald gegendert? Meinetwegen. Sind wir dann Vater Natur? Wie wär's mit Mensch Natur? Mutter Staat hatten wir doch jetzt erst ganz schön lange. Oh, hier steht jemand. Ach, moin. Oh, der hat hier sein Säckchen vergessen. Oh, hat er nicht. Don't think I don't see you. Meine Hoffnung war, dass ich die... Erstmal nehme ich hier Platz. Das schau mal nach draußen, ich sehe ein Schiff. Schnell, klau das Geld! Hab's. Er ist abgelenkt! Hab's 12! Ja! Ja, ja. Oh, no. Genau. Können wir ihn jetzt einfach runterschubsen? Hier mit dem Hammer. Putz! Kleines Stößchen. Hat er gar nicht bemerkt. Und sonst habe ich auch noch ein Messer mit. Er ist der offizielle Wächter von Melee Island. Appointed by Squeaky Swiftweed. Hat ihn ernannt, na klar. No offense, but wer auch sonst? Unser Schiff ist quasi nur ein Ruderboot gegen die echten Schiffe hier. Naja, wenn er wüsste, wie gefährlich Ruderboote sein können. Ja. Ja gut, dann hat ja die Ablenkung funktioniert. Ich dachte, ich wollte ihn nämlich an die Glocke hauen, weißt du? Das war mein Trick. Aber das hätte ihn, glaube ich, gar nicht interessiert.
Na, wer weiß. Jetzt ist es allerdings auch egal. Wir gucken auf jeden Fall nochmal schön runter, ne? Ja, das sieht nett aus hier. Aber wir. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal schön einkaufen gehen. Oh. Und so eine schöne Kochen. Wie kamen wir denn von hier? Ja, ne? Oder? Ja. Ja. Leider sehr neblig. Ist ein anderer Weg hier. Von wo kamen wir? Oh, dann. Kamen wir von. Ne, das ist zu neblig. Zu neblig? Hol mal sehr deine Laterne neblig raus. Hier überhaupt irgendwo hinzugucken, finde ich. Oh, jetzt bin ich abgeplöppt. Oh. Tschüss, Bob. Ich auch. Hä? Dann gehe ich da wohl nicht runter. Ja, das Problem ist, unser Hammer liegt da. What? Oder er wurde resettet. Nein, der liegt da noch. Ich kann ihn nicht greifen. Na, toll. Ja, kannst ja nicht ahnen. Ja, und nu? Ganz vorsichtig sein, ja. Ganz vorsichtig. Wer kriegt den Hammer? Ja, schön. Das läuft ja super. Ja, kannst du ja nicht mit rechnen. Ja gut, ich würde sagen, wir kümmern uns um die Legende des Hammers nach der Kirchenvortrag-Story von heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es mal wieder heißt Sea of Thieves mit dem Krisch. Und der Svenjamin. Und dem Bob. Ja, und ein hoffnungsvolles Ciao. Tschüss.